Mr. Kirkland! Bitte, ich ergebe mich! Wir haben ihn erschossen! Wenn Sie einen Kampf... Einer ist da noch! Das war der Letzte. Ich fasse es nicht, dass das hier wirklich passiert. Hat Körper es geschafft? Kein Lebenszeichen. Trauma ist momentan offline. Pistolenlauf. Oh, das war's schon. Keine Vitalzeichen. Sie haben ihn einfach kaltblütig ermordet. Wollte sich ergeben. Wieso haben Sie ihn getötet? Würden wir anders mit ihnen umgehen, wenn sie plötzlich bis an die Zähne bewaffnet auf der Erde auftauchen würden? Wahrscheinlich nicht. Damit kommt eine friedliche Lösung nicht mehr in Frage. Wieso nicht? Sobald wir die anderen gefunden haben, werden wir zurückkommen und seinen Leichnam abholen. Ich hoffe nur, Greer ist noch am Leben. Oh yeah. Trotzdem, sehen Sie sich nur diese Architektur an. Das ist einfach unglaublich. Also, geht sogar unten? Okay, das ist merkwürdig. Selbst mit diesen Daten habe ich keine Ahnung, welchem Zweck das hier dient. Versuchen Sie sich mal vorzustellen, wie derjenige gedacht haben muss, der es erfunden hat. Sowas habe ich noch nie gesehen. Es sieht aus, als wäre es mindestens 300 oder 400 Jahre alt. Die Archen sind vor 600 Jahren aufgebrochen, richtig? Ja. Unsere Langstreckenscans hätten das hier nicht angezeigt. Diese Gebäude. Dieser Turm. Vielleicht war das alles noch nicht da, als wir die Milchstraße verlassen haben. Hey, sehen Sie mal, Signalraketen, da drüben. Das könnten unsere Leute sein. Ich markiere den Nachtpunkt. Sie sind aber nicht gerade ziemlich nah. Die Frage ist, wo bin ich jetzt eigentlich hier? Ja.
Was denken Sie, ist da unten? Noch mehr Möglichkeiten, einem qualvollen Tod zu sterben? Vielleicht kommen wir mit den Jetpacks rüber. Kommt dieses Geräusch von unten? Alien-Götter der Unterwelt? Sagen Sie doch sowas nicht. Ich glaube, das sind Maschinen. Man spürt die Vibration. Dieser Ausmaß. Wir ziehen das wirklich durch, oder? Ich will wissen, was da unten ist. Richtig. Sie sind ja unser... Ryder, da drüben ist eine Art Höhle. Okay. Das sieht schon eher nach der goldenen Welt aus, die man... Wenn das Ding auch nur ansatzweise mit den Pflanzen in der Milchstraße vergleichbar ist, gibt es definitiv Anzeichen für zelluläre Mutation. Er hat überlebt. Ich schätze, das macht ihm zum Alpha-Baum, was? Ja. Aber was ist aus all seinen Freunden da draußen geworden? Ein totes Tier. Gefangen in einer Art Falle. Und es ist noch nicht lange her. Ob die Aliens sie aufgestellt haben? Falls ja, sind sie zu niemandem nett. Oder sie sind am Verhungern. Das sind Gegner. Ein Weg nach oben, linke Seite. Meint er den hier? Das ist jetzt eine Abkürzung. Alter, ich bin voll weit. Ich wollte. Das ist jetzt schlecht. Mal eben noch mal checken, ob es optionale Missionen waren, die Leute zu finden. Nee, sieht nicht so aus. Greer finden. Hören Sie das? Ja, Funkrauschen. Ich bin zu weit. Ich aber gehe zurück. Es ist ein Muster. Wenn die jetzt am Bauwerk gefangen sind, das optional sind oder sowas, dann lasse ich die zurück. Das ist kacke. Wir wollen ja ordentlich spielen hier. Außerdem ist man ja ziemlich zügig unterwegs hier. Ryder, vor uns sind noch mehr dieser Aliens. Sie haben uns gesehen. Es geht los. Sie haben es nicht so mit Reden, was? Achtung! Sie setzen diese Tiere ein! Vorsicht! Sie tarnen sich! Das ist für Kirkland! Alles klar bei Ihnen? Machen Sie sich um mich keine Sorgen!
einer ist noch. Wow, Sie machen das ziemlich gut, Ryder. Ich habe ein Masseneffektportal bewacht. Ich wünschte, wir hätten so eins für die Archen gehabt. Ich frage mich, was diese Kerle hier wollten. Sie sind offenbar abgestürzt. Das ist keines unserer Schiffe. Okay. War das jetzt irgendwie... Ey, fick ich mal richtig cool Punkt, ey. Okay. Das kennen wir doch hier schon. Hä? Egal, nicht drüber nachdenken. Wollen wir die Dinger scannen hier? Nee. Hab schon mal probiert. Hau ab. Ich dachte, die Dinger habe ich schon gescannt. Verschlussgehäuse, 50 Präzisionsgewehr, Durchschlagsschaden, 1 Präzision, Kugelschlagsschutz. Boah. Sniper interessiert mich nicht wirklich. Das kann jeder. Wow! So, gucken wir mal nochmal auf die Karte. Links lang. Was zum... Haben Sie das gesehen? Da war irgendein fliegendes Ding. Schreiben Sie es auf die Liste der Dinge hier, die wir... Bergungsgut. Kann bei einem Händler gegen Credits verkauft werden. Mehr nicht? Nochmal? Warum nehmen Sie denn nicht gleich Credits hinten? Und es nochmal verarbeiten, ja? Schild aufladen ist das sozusagen. Klassifikationsschaltkreis. Gleiche. Oder meint ihr, man könnte das halt vielleicht noch benutzen, um... Na gut. Schöner Spalt hier. Da bin ich vorhin runtergegangen. Und hier ist noch ein Alien-Bauwerk. Ich bin da scheinbar voll dran vorbeigelaufen. Nee. Hey.
bin doch jetzt genau da. Ist das nicht relevant, oder wie? Oder mache ich hier irgendwas falsch? Steht ja unbekanntes Bauwerk. Das ist Ausrüstung aus einem unserer Shuttles. Gut, der Atmosphärensensor funktioniert noch. Lassen Sie mich raten. Er zeigt an, dass wir die Luft hier nicht atmen sollten. Ja, aber er registriert keinerlei industrielle Schadstoffe. Das ist also nicht der Grund, wieso hier alles tot ist. Und es sind auch keine radioaktiven Isotope nachweisbar. Das heißt, dieser Ort wurde nicht durch Atom. Hören Sie das? Wir haben uns entdeckt. Legen wir los. Die Luft ist rein. Das war der letzte. Toll. Das war geil. Die erste Spezies, der wir begegnen, will gleich Blut sehen. Tja, unseres kriegen sie jedenfalls nicht. Schilde geht für den nächsten Trümmer gezielt. Ja. Ach, da hinten. Ja, gut. Die Bewegungen sind auf jeden Fall recht geschmeidig. Ich konnte hier gar nichts scannen. Die Punkte sammeln. Ist hier oben irgendwas Cooles? Was war das? Egal, ich suche nämlich nach Loot ein bisschen, aber ist ja eh Käse hier. So. Das habe ich auf jeden Fall schon mal voll gemeistert. Voll drauf. Ey, da liegt was. Eisen? Weiß ich. Am Stöhnen hier. Wieder eine Abgabelung. Links, rechts.
erzählt. Komme ich da hin? Nein! Oh, da hat der Blitz drauf gezeigt. Turianische Kalibrierungsspur.